Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Arsch. Ich werde jetzt den Kalksilo anbieten im Outright-Kurs, damit unser Kalkstreuer alleine nach Möglichkeit Kalk holen kann. Dazu nehmen wir ganz kurz den Kurs auf. Alter, das ist nicht aufhören, das ist Runde irgendwo hinfahren. Ne? Fahren wir hier lang. Das ist ja nur egal, ob wir nun hier Düngerfahrzeug haben oder auf Kalk. Entscheidend ist, dass wir jetzt hier einen Punkt haben. Ne, dann haben wir hier entsprechend beladen Kalk. Beladen Kalk. Kalk. Erstellen. Und dann müssen wir natürlich wieder entsprechend ihm hier anschließen, ne? Und dann kann er sich alleine entscheiden, ob er links fährt oder rechts fährt, ne? Also warum den durch den Stall? So, und den nehmen wir dafür. Gut. Und die Aufnahme beenden. Dann können wir den wieder wegstellen. Auch den nicht. Fahren wir mal Richtung Unterstand. 28, 29, heftig. Aber eine andere Anzeige ist über 60, also so ist das nicht ganz extrem. So. Mal gucken. Nicht. Nicht alle schon da? Ne, hinter mir sind welche. Tag. Wir fahren mal jetzt im Hof. Damit die anderen beiden noch zum. Ja. Zu Feld 44 fahren können, ne? Die Drescher wird schon da sein, nehme ich an. Hoffe jedenfalls. Ansonsten fällt mir auf, wenn die anderen beiden ja wieder stehen. Und warten. So, die Höhe 30 FPS schon heftig. Das ist hier nur was hier so ressourcenfest ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ruckelt nicht, immer so, ne? Das ändert sich nicht. Machen wir es weg. Das ist ein bisschen peinlich. Ja, die Hilfenmenü muss ich ändern. Also abkoppeln ist A, R2 plus A ist Hupen. Das ist kompliziert. R2, wie ich da gefunden habe. R2, genau. Plus A. Da haben wir einen Salat. Ich mach doch lieber Tastatur, Hupen. Wenn man doch lieber verzichtet in den Augenblick, ne? So, das soll ins Lager reingebracht werden. Da fahren wir jetzt Käfer rein. Der LKW werden wir natürlich nicht brauchen normalerweise. Da haben wir ja drei Abfahrer eingestellt. Da hat man drei müssen, ne? Aus hier. Das ist ja auch nicht gerade schön. Hat nur anscheinend, also hier. Ja. Also mit Outright gibt es etliche Einbrüche. das ist. Also, wenn man jetzt hier guckt. 44 in Strecken, ne, also so 46. Zack, runter auf. Was das ausmacht, ist der Wahnsinn. So, Raps. Wir haben eine Zuckerfabrik noch zu versorgen. Naja,
Ob das heute schafft, erschaffe, weiß ich nicht. Im Game heute, ne? Zweite noch mal drauf. Und die Lampe auch aus. Ja, das ist ganz schön heftig, ne? Wenn er hier mit Autoreif. Ach, dann fahren wir hier unter. Das ist garantiert Platz. Aber wir müssen die Straße freilassen, ne? Sonst ist das hier. So ungefähr. Das müsste funktionieren. Gehen wir auf Feld Nummer 44. Wo sind die Drescher? Geier. Der was holt, mal sehen. Mal überraschen lassen. Wo sind die alle? Dann machen wir anders. Das stört mich. Da kommen wir nicht weiter. Das muss am Fahrzeug liegen. So, hier. Ja. Nur gleich mal ein bisschen gucken hier. Heftig. Ne? Gut. Ja, noch nicht ausreichen. Was? Woran hakt's jetzt? Hat auch Platz. Da müssen wir ein bisschen. Eigentlich genug Platz da. Das ist ein Konvoi, ne? Ja, so liebe ich das. Gut. Dann werden wir den gleich mal Platz machen. Wir hier entsprechend reif beginnen können. Ne? Oh, hier sind viele Punkte hier. So, über hier rechts von der Straße. Dann gleich mal gucken. Also die Straße muss eigentlich überarbeitet werden normalerweise. Das kann es normalerweise nicht sein, dass sich da Probleme ergibt. Es kann auch sein, dass das Auto reicht, wenn man nicht klarkommt. Das ist immer gut, ne? So. Dann fahren wir selber. Ja klar, ne? Es kann sein, dass Outreif da nicht ganz gut klarkommt, ne? Der Materie. Kann das wieder ausmachen.
Mal gleich mal das Stück auskoppeln. Die Leitpanne dürfte dann kein Problem sein. Beginnen wir gleich hier vorne den ersten Meter, also Blattscheiben. So. Programmieren wir gleich mal. Kursgenerierung. 44, Vorwende 1. Drei Fahrzeuge? Nee. Verkehr. Drei Fahrzeuge. Also hier, die Seile aber verkehrt. 1, 2, Vorwendebahn. Plus Generierung. Hier, Verband aktiviert. 200 Meter. Speichern. In der Ernte. Im Feld. 40. Ernte. 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 Links sein. Wie gesagt, die anderen Bein müssen erstmal da sein, dass der Abstand nicht zu groß wird. Vorsprung ist gut, aber spätestens dann, wenn die sich wieder treffen auf der nächsten Bahn, ist das nicht so gut. Der muss gleich einen Ordner anlegen. So. Mal sehen, ob der andere klarkommt. Das ist ja eine andere Firma, ne? So, hinten ausklinken. Ja, da kommt mit klar. Es kann sein, dass es daran liegt. Also das ist ein bisschen mal ungünstig. So, und dann wärst du jetzt der hinten, ne? Der mittlere. Brr, brr, brr. Hinten ist eigentlich die Mitte. Gucken wir mal zu sagen. So. Das ist schon mal im Geschäft, ne? So, ganz kurz. Ordner erstellen. Ernte. Das ist ja auch eine eigene Kategorie. So. Dann musst du. Ja, hoffentlich mal geht er rein in den Drescher, ne? So, Kalken ist. Klar. Wahnsinn. Erstaunlich selber, wie das funktioniert. So. Dann tun wir mal laden. Und du bist dann hinten. Also der mittlere passt. Zwar aktiviert. Den Burschen auch mal einstellen. Da immer. So,
sagen wir mal immer alles schön der Reihe nach, ne? Nur kein Stress. Wir haben ja nicht mehr so viele Felder. Also Raps ist dann eigentlich mit durch. So. Du bist dann der Rechte. Aber erstmal einstellen. Drescher. Zack. Rechts. Aktiviert. 202 Meter. Ersten Wegpunkt. Gut. Müsste jetzt eigentlich klappen. Wir müssen nur beginnen. Ne? Tschüss. Und du einfach hinterher. So, dann muss warten. Lästige Bursche. War nichts. Jetzt, ja genau, 200 Meter. Kurz mal so mitnehmen. Und dann einstellen. Normalerweise aktiviert. Eigentlich jetzt haut's hin. Er muss die 200 Meter einhalten. Hat sie so eingestellt, ne? Na, dann macht es in leer mit Drescher. Also durchdrehende Reifenbogen. Ja, wo ist er? Dann hat das mit abholen nicht ganz geklappt, ne? Entweder zu schwach, oder? Das ist doch gar nicht. Geht hier hin? Bin jetzt neugierig. Oder sucht er sich einen Kurs? Normalerweise nicht ganz so, ne? So sollte es nicht sein. Oder hätte ich hier was einstellen müssen? Standard. Belan Kalk habe ich geschrieben. Hätte sein, kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr das, ne? Oh, wird Überlänge.
So, liebe Schauer, das soll es dann auch heute wieder gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Ja, mit Karten und der Ernte auf Feldnummer 44. Tschüss.